herzlichen guten Abend an all die, die heute hier mit dabei sind und auch all diejenigen, die die Botschaft vielleicht später noch hören zu Hause. Sehr gut, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben in der heutigen Zeit, aber es ist auch gut, wie wir es schon eingangs gehört haben, dass wir uns tatsächlich auch noch versammeln dürfen. Das ist ein großes Privileg, das wir hier als Kirchen und Freikirchen haben. Niemand anderes darf das, das wisst ihr alle. Und da können wir wirklich auch unserer Regierung und unseren Verantwortlichen dankbar sein. Und wir wollen auch immer wieder für sie beten. Es ist nämlich nicht einfach, in dieser Zeit immer wieder Entscheidungen zu treffen, dass Gott ihnen da auch immer wieder Weisheit schenkt. Ich möchte ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jeremia lesen, und zwar aus Jeremia Kapitel 18, und ich fange dort an mit Vers 1. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah: Mache dich auf, geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, der war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und dann machte er wieder ein anderes Gefäß daraus, so wie es in seinen Augen recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso handeln wie dieser Töpfer? Haus Israel, das gilt natürlich auch für uns, Haus Ursprung. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deiner Hand sind. Du bist der große Töpfer und du machst etwas Wunderbares aus jedem einzelnen Menschen, ganz individuell. Und du kannst sogar etwas Neues schaffen, auch da, wo zerbrochene Gefäße sind. Da bist du der, der wiederherstellen kann. Und du tust das gerne und du tust das auch noch heute. Und ich danke dir, dass du jetzt durch dein Wort zu unserem Herzen sprichst, zu jedem Einzelnen, und dass du Glauben in uns wächst für das, was du tun möchtest und tun kannst. Amen. Jeremia bekommt hier ja einen merkwürdigen Auftrag. Der Herr sagt zu ihm: Geh in das Haus des Töpfers hinab und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und Jeremia hätte jetzt ja sagen können: Oh, das kannst du ja auch hier zu mir sagen, wieso soll ich jetzt zum Haus des Töpfers gehen? Dann hätte er das verpasst, was Gott für ihn bestimmt hat. Und Gott redet ja zu uns oder möchte zu uns reden, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn du zum Bäcker gehst und deine Backwaren kaufst, kann er zu dir reden. Er kann zu dir reden, wenn du unterwegs bist in der Natur oder wo auch immer. Und wir sollen auch immer offen sein für Gottes Reden. Zu Jeremia sagt er: Geh in die Töpferei, dort will ich dir was zeigen. Und Jeremia macht sich auf und er ist gehorsam und er geht in diese Töpferei, eine Werkstatt, wo sicherlich auch schon fertige Gefäße vorhanden waren, die zum Verkauf anstanden, eine Werkstatt, wo der Meister dann auch die Produkte selbst herstellte. Und ich stelle mir die Szene so vor, wie er da also in diesen Laden hineingeht. Vielleicht ist gerade nicht viel Kundschaft da und er durchschreitet den Verkaufsraum und kommt dann hinten in die Werkstatt, und da ist gerade der Meister dabei, ein neues Gefäß zu formen. Jetzt weiß ich nicht, wer töpfert hier in unserer Runde. Das wird ja alles wieder modern, die alten Handwerkskünste. Manchmal kann man sich noch auf einem mittelalterlichen Markt
anschauen, wie das ausgesehen hat, wenn da die Scheibe ganz schnell kreist und da ist der Ton und dann dreht sich das Ding und dann wird es in Windeseile geformt. So war es damals, also Jeremia kommt herein, der Meister ist gerade beschäftigt. Vielleicht ist er kurz unkonzentriert durch diese Begegnung und richtet seinen Blick auf den Besucher, der hereinkommt. Und das Gefäß, das er gerade formen möchte, das bekommt eine Unwucht, bekommt einen Sprung, bekommt einen Riss und es fällt in sich zusammen. Und jetzt hört Jeremia nicht einen lauten Fluch oder aber auch: Wie kann man nur einfach so reinplatzen und da reinkommen? Hättest dich nicht vorher anmelden können oder klopfen? Schau mal, jetzt ist das Ding kaputt. Nichts von all dem, sondern seelenruhig schaut Jeremia zu, wie der Meister den Ton wieder einsammelt und die ganze Prozedur noch einmal vor sich nimmt. Und dieses Mal gelingt das Werk. Ein wunderschönes Gefäß entsteht, während Jeremia zuschaut. Und in diesem Augenblick kommt das Wort des Herrn zu mir. Hier heißt es, da geschah das Wort des Herrn. Das heißt jetzt nicht, dass hier eine laut donnernde Stimme den Raum erfüllt hat, sondern der Herr redet zu uns auch in Gedanken, er kommuniziert mit unserem Geist. Jeremia bekommt in demselben Augenblick, als er das sieht, er sieht es ja tatsächlich, was er, da sagt der Herr zu ihm, genau so wie dieser Töpfer, den du gerade gesehen hast, so handle ich auch mit Israel, mit den Menschen, mit allen Menschen. Halleluja. Gott möchte wunderbare Gefäße aus uns formen. Und selbst wenn dein Gefäß Risse bekommen hat, Macken bekommen hat, wir sind ja da manchmal sehr unfreundlich im Umgang mit den Mitmenschen, ihr natürlich nicht, der hat eine Macke, der hat eine Schraube locker, da stimmt es nicht ganz richtig, da sind nicht alle Tassen richtig geordnet, also im Schrank, da gibt es ja viele so Dinge, wie wir die anderen beschreiben, bei uns ist natürlich immer alles in Ordnung, aber bei dem und jenem. Gott kann und will das alles heil machen und wiederherstellen. Und er kann das auch. Vor vielen, vielen Jahren, da bin ich noch zur Schule gegangen, ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. Und damals gab es noch Werkunterricht für die männlichen Wesen und die Frauen haben hauswirtschaftliche Fächer gemacht, Handarbeit und Kochen und all diese Dinge. Heute hat sich das ja alles vermischt und ist auch gut so. Aber damals war das strikt getrennt und ich war also in der Werkenklasse. Und es gibt ja Leute, die sind, denen hat Gott einfach etwas mitgegeben, was handwerkliche Begabung betrifft. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Also wenn bei uns etwas getan werden muss zu Hause, dann macht das meine Frau. Also wir sind da ganz emanzipiert und immer eher die anderen Sachen. Als wir umgezogen sind, da habe ich die Kinderbetreuung gemacht und meine Frau hat die Handwerksleistungen koordiniert und all diese Dinge. Und beide waren glücklich. Aber damals also Werken und wir mussten das tun, ob wir wollten oder nicht. Und da gab es verschiedene Dinge und eines der Dinge war eben aus Ton etwas herzustellen. Da hat der Lehrer dann morgens eine Kugel hingeworfen, zack, 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 zack. Und dann wurde die Aufgabe gestellt. Das waren so Tische, die da im Rundell standen, immer so in Dreiergruppen. Und ich habe geschaut, dass ich ganz hinten sitze, sodass der mir nicht so genau auf die Finger schauen kann.
Und gleich und gleich gesellt sich gern, so waren die anderen, die dann dort mit mir zusammensaßen, ähnlich konstituiert wie ich. Und die Rangordnung war eigentlich ziemlich klar zu erkennen. Vorne, da saßen die Gregs, die das alles konnten, und hinten saßen wir. So, jetzt wurde das also verteilt, 2 Doppelstunden. Und die Aufgabe war, einen Elefanten zu formen aus diesem Ton. Für mich unvorstellbar damals, wie kann man aus so einem Ding einen Elefanten machen. Und während ich noch nachdachte, haben die vorne schon losgelegt und das Ding da versucht zu erstellen. Und es waren ja 2 45-Minuten-Stunden. Als die ersten 45 Minuten vorbei waren, da sah der Ton bei mir noch genauso aus, wie ich ihn bekommen habe. Und ich war ziemlich verzweifelt. Und in meiner Verzweiflung tat ich etwas, was ich als schüchterner Junge, der ich damals wirklich war, wo ich heute mich noch drüber wundere, aber das war einfach die pure Not. Ich fasste einen kühnen Entschluss. Es gab jetzt eine Pause zwischen den 2 Stunden. Und in dieser Pause ist unser Werklehrer immer in einen kleinen Raum gegangen, wo er sich zurückgezogen hat und ich weiß nicht, was, einen Kaffee getrunken hat oder was gelesen hat. Und in dieser Pause bin ich in diesen Raum gegangen, wo der Lehrer saß. Es war ein großer Mann, weißer Mantel hatte er immer angehabt, Arbeitskleidung. Als ich da hereinkam, da schaute er mich an, ganz, ganz verblüfft und fragte, was ich möchte. Habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Herr Becker, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und es war eigentlich ein strenger Lehrer, aber irgendwie muss ihn, als er mich sah, das Erbarmen gepackt haben. Soll es ja auch geben. Und er sagte zu mir, das ist doch ganz einfach. Und als ich ihn so anschaute, dann nimmt er den Ton und mach den Windeseil einen Elefanten draus. Den Körper, die Beine, den Rüssel, die Ohren. Und ich habe da staunend zugeschaut. Und ich sagte, das ist doch ganz einfach. Und dann sagt er, so, den nimm ich jetzt mit und tue ich ihn nachher noch ein bisschen glatt streichen. Und ich bin mit dem Elefanten aus diesem Zimmer herausgegangen. Die 2. Stunde war vorüber und es war dann immer so, dass bevor die dann gebrannt wurden im Ofen, sind die alle schön aufgereiht worden. Auch hier wieder die richtige Reihenfolge, also die schönsten ganz vorne. Und da sahen wir dann gleich, was hinten war. Und meiner stand ziemlich weit vorne. Und das war für mich so ein Bild. Das war jetzt nicht der Herrgott, der Herr Becker, aber ein Bild, wie der Meister etwas schaffen kann in unserer Unfähigkeit. In Florenz, in Italien, in der Toskana, die Hauptstadt, da gibt es eine Skulptur, ein Kunstwerk, das einer der größten Künstler, manche sagen der größte Künstler, geschaffen hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, welches das ist. Das ist der junge David. Ich habe ihn hier dabei. Da wird gern gezeigt auf Reiseprospekten. Ich zeige euch nicht zu nahe, weil da ist splitternackt, nicht, dass ich hier irgendwo in Verruf komme. Ich stecke schnell wieder. Und es ist eine, viele sagen, es ist die schönste Skulptur, die ein Künstler jemals geschaffen hat. Jetzt gibt es eine interessante Geschichte hinter diesem jungen David. Es gab so, wie es heute auch ist, heute gibt es ja Secondhand, ja, wenn irgendetwas, ein Stein oder sowas nicht gelungen ist, dann stellt man dann so eine Abfallhalde und dann kann man die dort günstig bekommen. So ähnlich muss das damals auch gewesen sein, also da gab es Marmor.
Blöcke, wo man sich dann einen raussuchen konnte. Und an diesem Marmorblock, so berichten die Geschichtsschreiber, hatten sich schon zwei Künstler versucht und diesen Block übel misshandelt, so würde ich es mal beschreiben. Ich glaube, der Mensch hat den Nachfolger. Ja. Die haben gesagt, er wäre nicht bearbeitbar. Ne? Ja, ja. Also die hatten den übel bearbeitet oder misshandelt. Und jetzt kommt Michelangelo vorbei und er sieht diesen Block 9 Ellen hoch, also etwa 5 Meter, aus Carrara, der Marmorsteinabbau. Und als Michelangelo, der Meister, diese missratene, also Block entdeckt, da sieht er den David in dieser Statue und schlägt dann in vielen, vielen Stunden, Tagen heraus, bis diese perfekte Skulptur entsteht. Und das ist wiederum ein Bild, wie Gott an den Menschen handelt, an dir und mir. Wenn wir den Schöpfungsbericht anschauen, Genesis, 1. Mose, als Gott alles geschaffen hat, ihr kennt die Geschichten, wie Gott alleine durch sein Wort, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, und er sprach, dass die Pflanzen da sind, die Tiere. Und am letzten Tag, am 6. Tag, da ging es darum, den Menschen zu schaffen. Aber da hat Gott nicht einfach gesprochen, es werde ein Mensch, sondern da hat er selber Hand angelegt und nimmt von der Erde, vom Ton und formt daraus einen Menschen in seinem Ebenbild, ihm gleich, ein Gegenüber. Vollkommen perfekt. Er schuf sie als Mann und als Frau, auch vollkommen gleichwertig. Und als dann dieser Mensch geschaffen war, da bläst Gott seinem Atem, seinen Geist in diesen Menschen hinein und er wird zu einer lebendigen Seele, der mit ihm kommunizieren und mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und was für eine wunderschöne Gemeinschaft hatte dieses erste Menschenpaar mit Gott in diesem Garten der Paradieses, wo alles perfekt war, wo in der Kühle des Nachmittags der Herr sich selber aufgemacht hat, um mit Adam und Eva, heute würde man sagen Kaffee trinken, ich weiß nicht, was sie dort getrunken haben, Tee oder irgendwas anderes. Und dann haben sie miteinander gesprochen und Gemeinschaft gehabt. Wie schön, wie vollkommen. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Brauche ich euch nicht alles im Detail zu erzählen, weil ihr sie kennt, wie der Mensch verführt wird, wie er eben von diesem einen Baum isst, von dem er nicht essen sollte. Und in einem Augenblick ist diese ganze Idylle, diese ganze Schönheit, diese ganze Herrlichkeit vorüber. Der Mensch muss das Paradies verlassen, er wird sterblich und es kommen noch viele andere unangenehme Nebenwirkungen neben dem körperlichen Tod, Neid, Hass. Der erste Brudermord geschieht bei Kain und Abel. Und all diese Dinge. Und das Thema der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, ist, dass Gott diese Beziehung, die dort verloren gegangen ist im Paradies zwischen Gott und Menschen, dass er die wiederherstellen möchte und uns wieder in diesen Zustand versetzen möchte. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb kam Jesus, um
das zu suchen, was verloren ist, was verwundet ist, was verletzt ist, was kaputt gegangen ist. Jesaja 53 heißt es, wir alle irren umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen eigenen Weg. Aber er kam, der große Hirte, um uns zu finden. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 5, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch die Sünde der Tod, so ist durch die Gnade Gottes, durch den einen Menschen, Jesus Christus, für viele überströmend geworden. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und Paulus sagt im Korintherbrief, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Christus kam, um das, was zerbrochen ist, wieder herzustellen. Und er kann das. Egal wie kaputt und wie zerstört das Leben eines Menschen ist. Egal, wie hoffnungslos es aussieht. Paulus sagt über sich selber, rückblickend, ich danke Jesus Christus, der mich in den Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Das Wort ist gewiss und aller Annahme, wer das Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, unter welchen ich der Größte bin. Er wusste um seine Geschichte. Paulus war der eifrigste Verfolger dieser ersten Gemeinde, die entstanden ist. Als Stephanus gesteinigt wurde, da legten sie die Kleider an den Füßen von Paulus nieder, der war der Wächter, und das heißt, und Paulus hatte Wohlgefallen an seinem Tod. Er war richtig glücklich, dass hier jetzt wieder einer von dieser Sekte der Nazarener den Tod gefunden hat. Und er hat sich vorgenommen, ich werde die jetzt nicht nur in Jerusalem verfolgen, sondern auch darüber hinaus bis Damaskus und überall, und hat sich dafür Vollmachten geben lassen. Und es heißt in der Apostelgeschichte, dass er schnaubte, also wie ein wildes Pferd, mit Drohen und Morden, und so war er unterwegs nach Damaskus. Und da begegnet ihm der Herr. Manchmal übersteigt das unsere Vorstellungskraft, oder wir wollen das auch nicht haben. Ich stelle mir das heute so vor, wie wenn da so ein ISIS-Terrorist, der vielleicht gerade dabei ist, wieder einen Anschlag zu machen. Können wir für solche Menschen auch glauben und beten, dass Gott eine Veränderung schaffen kann? Ich möchte uns ermutigen, das zu tun. Und es gibt Beispiele, wo genau das geschehen ist, wo Jesus übernatürlich solchen Menschen begegnet ist und gesagt hat, ich bin der, gegen den du kämpfst. Als er dort unterwegs ist, sieht er dieses helle Licht, stürzt zu Boden, die Stimme kommt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und aus Saulus wird ein anderer Mensch. Und mit dem gleichen Feuer, wie er vorher die Christen verfolgt hat, folgt er jetzt Jesus nach. Aber er ist sich immer bewusst, und Timotheus ist einer der letzten Briefe, da sagt er, die Gnade Gottes an mir, der ich ein Lästerer, Verfolger, Gewalttäter war, das ist unfassbar, aber Gott kann das tun. Ich möchte, dass wir diese Hoffnung und diesen Glauben haben, auch für Menschen in unserem Umfeld zu beten und zu glauben, dass Gott in ihnen eine Veränderung schaffen kann, wo wir vom Natürlichen her sagen würden, das ist niemals möglich. Die meisten von euch haben sicherlich schon von Wilhelm Bunz
gehört. Willy Bunz, der Bibelraucher, hat ja jetzt auch ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse und reist ja auch hin und her durch verschiedene Gruppen und erzählt sein Zeugnis. Ich habe Wilhelm Bunz schon vor vielen, vielen Jahren, ganz kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, kennengelernt. Da war er auch dann bei uns in Geislingen und hat sein Zeugnis damals erzählt. Und ich habe selten ein beeindruckenderes Zeugnis gehört als seine Geschichte. Ich wiederhole sie noch mal ganz kurz. Als Kind wird er ausgesetzt auf dem Acker und sich selber überlassen. Seine Schwester sammelt ihn schließlich auf von dort und versucht, diesem Säugling irgendwie zu ernähren, ist dann natürlich völlig überfordert. Und irgendwann kommt er dann ins Heim und gilt dort im Heim bei dem Psychologen schon als Kind als nicht therapierbar, weil er seinen Kopf beständig gegen das Metallgitter des Bettchen schlägt, bis ihm das Blut herunterläuft. So wächst er dann auf und irgendwann hat er das Alter erreicht, wo man ihn eben nicht mehr im Heim betreuen kann und er ist selbstständig. Und in dieser Zeit begeht er verschiedene Straftaten. Er ist ja am ganzen Körper tätowiert. Für jede schwere Straftat hat er sich eine Tätowierung gegeben. Also ich glaube 105, also von Kopf bis Fuß, wenn in die Arme, überall. Und wird schließlich gejagt, ist auf der Flucht. Und ein Polizeiauto versucht ihn zu stoppen, indem er sich in den Weg stellt. Und er fährt mit seinem Auto voll in dieses Polizeiauto hinein und dabei stirbt ein junger Familienvater. Er wird schließlich dann gefasst und auch gefangen genommen, kommt in eine Einzelzelle und gilt auch dort als nicht therapierbar. Und da er Raucher ist und eben Blätter braucht für seinen Tabak, lässt er sich vom Anstaltspfarrer eine Bibel schenken. Natürlich nicht mit dem Gedanken, die rauche ich jetzt, das hat er ihm nicht so gesagt, sondern wie wenn er Interesse hätte. Und er hat sich natürlich gefreut, hat ihm diese Bibel zur Verfügung gestellt. Und Willi sagte dann, naja, wenn ich jetzt hier schon ganz alleine bin und es ist eh langweilig der ganze Tag, dann lese ich das einfach mal, was da drin steht, bevor ich meinen Tabak drin einwickel. Und so liest er durch das ganze Alte Testament durch und sein Hass auf Gott wird umso größer. Da ist also nichts passiert jetzt zunächst und er raucht das ganze Alte Testament. Er kommt ins Neue Testament und dann kommt er zu den Worten Jesu in der Bergpredigt und dann kommt er zu diesem Wort, ihr seid das Licht der Welt. Und wer in mir ist, in dem ist gar keine Finsternis. Und dieses Wort trifft ihn so sehr, dass er sagt, in mir ist nur Finsternis, da ist überhaupt nichts Licht. Und dann fängt er an, zum ersten Mal zu diesem Gott zu reden, mach ein Licht in mir. Und Gott erhört sein Gebet, Halleluja. Und begegnet ihm ganz alleine, da sind keine anderen Menschen mit dabei. Andere haben für ihn gebetet, das hat er später erfahren. Und er übergibt sein Leben diesem Gott. Und als es zu seiner Verhandlung kommt, ob er entlassen werden kann, das muss ja nach bestimmten Zeiten geprüft werden, da entschließt er sich, alle seine Taten aufzuschreiben, was er getan hat. Also überhaupt nichts beschönigt. Und er hat diese Mappe, also alles, dem Richter vorgelegt, mit dem Hinweis, dass er aber sein Leben geändert hat. Und der Richter liest das und er liest das Ende und entgegen aller Erwartungen, die andere haben, begnadigt er ihn oder gibt ihn frei.
Und einer seiner ersten Gänge war, dass er diese Familie besucht hat, wo der junge Polizist ums Leben kam. Und die Frau empfängt ihn und sagt, mein Mann war Christ, er war gläubig, wir sind auch Christen und wir haben für dich gebetet und wir haben dir vergeben. Halleluja. Wie schon gesagt, ich kannte dieses Zeugnis schon vor 30 Jahren. Ich finde es beeindruckend, dass Willi, das ist ja auch nicht selbstverständlich, all die Jahre seinen Weg weitergegangen ist mit Jesus und heute ein Zeuge seiner Gnade sein kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man könnte viele andere Beispiele, ich könnte weniger dramatische Beispiele erzählen, aber doch dramatisch aus meinem jahrelangen Dienst in unserer Sozialarbeit in Geislingen. Wir haben eine Wohngemeinschaft in Eichen oben gehabt, ein Haus, wo wir viele Menschen aufgenommen haben. Menschen, denen man von der Gesellschaft aus bescheinigt hat, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Junge Menschen, die als nicht mehr therapierbar galten, die alle Stufen durchlaufen hatten. Und wir haben erlebt, wie die heilende Gemeinschaft, ich sage einfach, die heilende Gemeinschaft, die Liebe Gottes, Menschen so verändert hat, dass sie in ihrer Seele wieder heil wurden und dann auch wieder arbeitsfähig wurden in säkularer Arbeit. Die Leiterin unserer Arbeit war eine einfache Frau, die jetzt keine Ausbildung hatte in Psychologie und Therapie und all diese Dinge, eine Bäckersfrau, die aber eine große Liebe für die Menschen hatte. Und natürlich haben wir auch mit den Ärzten und den Therapeuten zusammengearbeitet, wo unsere Gäste auch ihre Termine machen mussten. Und sie hat mir erzählt, wie sie dann dort mit einer Bewohnerin von uns bei der Ärztin war. Und die Ärztin unter Tränen sagte, wie haben Sie das gemacht? Was haben Sie getan, dass diese Veränderung gekommen ist? Und dann sie ihr bezeugen konnte, was Jesus getan hat. Egal wie hoffnungslos dein Leben ist, egal was du alles vermurkst hast, und ich spreche hier auch zu all denen, die diese Botschaft vielleicht noch anhören. Vielleicht hören das auch wirklich noch Menschen an, die sagen, mein Leben, das ist verlebt, da gibt es nichts mehr. Jesus kann und will mit dir dieses neue Leben beginnen. Der Apostel Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen und es ist etwas ganz Neues geworden. Oder andere Übersetzungen sagen, siehe, alles ist neu geworden, da streiten wir uns nicht drum. Es beginnt etwas ganz Neues. Halleluja. Jesus kam nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Er kam nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und wenn wir den Dienst Jesus anschauen, seine erste Predigt, die hat er, seine Antrittspredigt, die hat er in der Synagoge gehalten. Er kam nach Nazareth, seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen war. Er ging in die Synagoge, so wie das jeder Jude getan hat. Und heute haben wir die Frage gehört, wer möchte ein Zeugnis geben, hat sich niemand gemeldet. Damals war das auch so, wenn jemand etwas sagen wollte aus dem Wort Gottes, dann hat er sich gemeldet beim Leiter der Synagoge, hat gesagt, ich möchte gerne einen Beitrag bringen und dann wurde ihm das auch genehmigt und es wurde eine Zeit eben benannt, wo er das tun durfte. Und Jesus hat offensichtlich darum gebeten, dass er etwas sagen kann an diesem Morgen in Nazareth in der Synagoge. Und da hinten waren die Schriftrollen auf
bewahrt. Das waren ja große Rollen. Auf Pergament aufgerollt. Und Jesus sagt, ich brauche heute die Rolle des Propheten Jesaja. Und die haben die natürlich dann rausgesucht. Und dann hat Jesus die Schriftlesung gehalten. Das war alles nichts Ungewöhnliches. Das ist dort jeden Sonntag passiert. Und er nimmt einen Text, der sehr gut bekannt war bei allen Juden, einen messianischen Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Diesen Text hat er gelesen, der im Propheten Jesaja steht. Jeder Jude wusste, auf wen sich dieser Text bezieht, nämlich auf den Messias. Wenn der Messias kommt, der Gesalbte Gottes, dann wird das alles geschehen. Und es gab schon Jahrhunderte von Auslegungen, wie das sein wird. Und es gab regelrechte Rabbinerschulen, die über diesen Text ihre Auslegungen, so wie es heute Kommentare gibt, gehalten haben. Und jetzt waren alle gespannt, welchen Rabbiner jetzt wohl Jesus zitieren würde heute Morgen. Und Jesus zitiert keinen Rabbiner, sondern er liest diesen Satz. Er setzt sich hin und dann sagt er, diese Worte, die sind heute erfüllt. Das war, das können wir uns gar nicht vorstellen, das war der Skandal. Was Jesus damit sagte ist, ich bin der Messias, wenn man es so deuten will. Sie sind erfüllt in mir. Und das hat große Begeisterung verursacht natürlich in der Synagoge. Die waren jetzt alle glücklich, dass der Messias da ist. Nee, das hat einen Aufruhr verursacht, eine Wut. Die Leute haben gesagt, was maßt er sich an? Wir kennen den alle, der ist hier aufgewachsen. Der Zimmermannssohn, wo man gar nicht genau weiß, wie er denn geboren wurde. Andere haben ihn bezeichnet als Bastarden. Und jetzt sagt er, er ist der Messias. Die wurden so wütend. Also Jesus aus der Synagoge hinausgeworfen haben und ihn umbringen wollte zum ersten Mal. Und er ging dann einfach durch ihre Mitte hindurch. Sie konnten ihm nichts anhaben. Diese Worte sind heute erfüllt, sagt Jesus. Sie haben es nicht geglaubt, dort die meisten nicht. Aber andere, zu denen er kam, die haben es geglaubt. Und die haben Heilung empfangen. Und es geht sofort los, da haben wir jetzt noch die Zeit, wenn wir durchs Lukas-Evangelium durchgehen. Das war Lukas 4, 14 bis 21, was ich gelesen habe. In Lukas 4, 31 bis 37, da lesen wir schon einen anderen Besuch in einer Synagoge zu Kapernaum, wo ein Besessener, wussten gar nicht damals die Leute, was da jetzt los ist, mitten in der Versammlung auf einmal laut aufschreit und sagt, wir wissen, wer du bist. Du bist der Heilige Israels. Jesus weiß, dass der das nicht unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagt, obwohl es die Wahrheit ist, sondern dass es unter einer dämonischen Inspiration sagt. Und er sagt zu diesem Besucher, sei still. Und er wird frei, dieser Besessene. In Lukas 4, 38 und 39, er kommt daheim zu Petrus. Und die Schwiegermutter von Petrus ist krank, schwer krank, im Bett mit Fieber, liegt sie dort. Und Jesus rührt sie an, bedroht das Fieber und die Schwiegermutter wird augenblicklich heil und dient ihnen. Lukas 4, Vers 40 bis 44 lesen wir, wie viele Heilungen seine Verkündigung begleitet haben. Lukas 5, die Heilung des Aussätzigen. Vers 12 bis 16, Vers 17 bis 26, die Heilung eines Gelähmten. Hier sehen wir körperliche Heilungen, aber dann sehen wir auch, wie Jesus Menschen, die seelisch krank und ausgestoßen waren, Prostituierte, Ehebrecher, Zachäus der Zöllner, all diese Menschen
wiederherstellt. Es wäre jetzt alles zu viel, das zu erzählen. Das kennt ihr auch, Jesus kam. Um das geht es mir heute, um die zerbrochenen Gefäße wiederherzustellen. Das, was Gott Jeremia gezeigt hat, kann ich nicht genau das Gleiche tun. Das sagt er zu uns auch. Kann ich nicht das Gleiche tun. Für den, wo du keine Hoffnung mehr hast, wo du denkst, für alle kann er das tun, aber der ändert sich nie oder die ändert sich nie. Er kann. Und wir wollen weiter beten für Menschen. Und wir wollen weiter glauben. Und wir wollen weiter die Wunder Gottes erleben, wie er Menschen verändert und neu macht. Halleluja. Amen. Ich bete noch mit uns zum Abschluss. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du wiederherstellst, was zerbrochen ist, was verwundet ist, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast, um zu heilen, um wiederherzustellen. Jesus, wir danken dir, dass du die Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, dass du es nicht wie ein Raub festgehalten hast, sondern dass du Mensch geworden bist, dass du dich erniedrigt hast, ja, bis zum Tod am Kreuz, um unsretwillen, um uns zu erlösen, um uns von unserer Schuld und Sünde zu befreien und um uns das wahre und ewige Leben zu schenken. Danke dir dafür. Danke, dass du unsere Verletzungen heilst, unsere Enttäuschungen, unsere Frustrationen, die Worte, die über uns gesprochen wurden, wo vielleicht gesagt wurde, der kann nichts und das wird nie was werden, das siehst du anders. Und lass uns von deinen Gedanken geprägt sein, nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben von anderen Menschen. Du kannst Wunderbares tun, du willst es tun und wir glauben daran, wir vertrauen darauf und ich segne meine Geschwister hier mit großem Glauben, ich segne sie mit Mut und Kühnheit und ich danke dir, dass du ihre Grenzen erweiterst, dass du ihnen Wachstum schenkst, dass neue Menschen hinzukommen und hier Heimat und Hilfe und Heilung erfahren dürfen. Lass es eine heilende Gemeinschaft sein, in der Menschen sich wohlfühlen, wo sie gerne hinkommen, wo sie spüren, ja, hier ist Gottes Liebe gegenwärtig. Danke, dass du das schenkst, guter Herr. Amen. Amen.